So, Nico Hug beim HFC TV. Komm, lass uns an deinen Gefühlen nach dem Sieg mal teilhaben. Ja, ich glaube, es gibt nichts Besseres als einen Sieg jetzt. Wir haben uns endlich belohnt für die Arbeit, die wir seit Wochen betreiben. Und ich glaube, es gibt kein besseres Feeling, als hier vor der Fankurve mit den ganzen Fans zu feiern jetzt. Wie schwer war es denn? Ja, sehr schwer, wie jedes Spiel, glaube ich, in der dritten Liga. Aber ich glaube, wir haben als Mannschaft extrem gut verteidigt, haben super Akzente nach vorne gesetzt. Und zum Schluss haben wir uns dann auch endlich belohnt. Ich glaube, das war es, das endlich belohnen. Ne? Ja, ja. Erste Halbzeit sehr ausgeglichen aus meiner Sicht, war Augenhöhe. Es sah so fast wie ein typisches 0-0-Spiel aus, aber dann da habt ihr gezündet, mit dem Flutlicht habt ihr gezündet. Ja, ich glaube, wir haben immer wieder gut nach vorne gespielt. So, der letzte Pass hat immer bei uns ein bisschen gefehlt, wo dann zu ungenau war. Und das haben wir, finde ich, in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Haben gut gekontert und dann zum Glück endlich die Tore gemacht. Wie groß war das Handicap ohne Niedfeld, ohne Kreuz? Ja, klar, die zwei fehlen, das merkt man schon. Aber ich glaube, mit jedem, der jetzt in der Startelf war, wo reingekommen ist, wir leben gerade das nur zusammen. Und ich glaube, jeder Einzelne, wo da reingekommen ist, hat seinen Job exzellent gemacht. Dann wünschen wir euch viel, viel Erfolg in München. Danke. Kopf hoch, denke mal mit breiter Brust. Ja? Machen wir. Heiko P. für HFC TV. Andor Bolicki bei HFC TV. Andor, du bist reingekommen. Lass uns mal an deinen Gefühlen teilhaben mit so einem Sieg. Ja, also es ist ein unglaubliches Gefühl, glaube ich. Es ist eine große Erleichterung für alle, denke ich mal. Und ja, war eine super Teamleistung. Ich freue mich für die Jungs, dass die auch mal getroffen haben. Und ja, darauf müssen wir aufbauen und das nächste Spiel auch wieder gewinnen. Du bist reingekommen. Hattest du eine konkrete Anweisung vom Trainer, was du machen sollst? Ja, ich sollte einfach die Position von Basti Müller übernehmen im Zentrum. Und einfach alles reinhauen. Okay. Das eine Tor war für viele gar nicht so zu sehen, das 1-0. Da war ja ein Gewühl da vorne und plötzlich Seymour war da und hat ihn einfach reingedroschen. Ja, also ich sage ehrlich, der Junge hat sein Debüt super gemacht, sein Startelf-Debüt. Er hat das super Spiel gemacht. Er hat das einfach verdient, weil er hat alles gegeben und ich freue mich sehr für ihn. Aussicht auf nächste Woche Freitag in München? Ja, gucken wir mal. Also natürlich wollen wir gewinnen und wir werden uns jetzt die Tage darauf vorbereiten und dann gucken wir, was da rauskommt. Auch an dich die Frage wie an den vorher, wie schwer der Ausfall Niedfeld, Kreuz? Ja, schwer ist es immer, wenn da zwei Spieler wegfahren, zwei erfahrene Spieler, aber ich denke, wir haben genug Qualität im Kader, um das zu kompensieren und ich denke, wir heute haben mir das auch gezeigt, dass wir als Team super auftreten können und darauf wollen wir auch wieder aufbauen. Sehe ich auch so. Ich wünsche euch viel Erfolg in München. Dankeschön. Heiko P. für HFC TV. Seymour Frünger bei HFC TV. Junge, was war das für ein Debüt? Super Debüt. Kann man gar nicht besser sich vorstellen. Also hier reinzukommen bei der Atmosphäre, Startelf-Debüt zu geben und dann das 1-0 zu machen, ist atemberaubend. Lass uns mal teilhaben. Es war ganz schlecht für uns von hier zu sehen, das 1-0. Was war da los am Tor? Ich glaube, Redemann, der auf das Tor köpft, der Torwart hält ihn und dann lauere ich einfach, ich laufe durch und dann kommt er mir vor den Kopf und dann nicke ich ihn halt ein. Wunderbar. Also ich habe das mitgeregt von der Trainerbank, kam immer, Seymour, komm, du musst ins Spiel kommen in der ersten Halbzeit. So, wir haben ein paar Anlaufschwierigkeiten. Ich kam ein bisschen schwerer rein, also war auf der Rechtsverteidigerposition auch jetzt erstmal ein bisschen neu für mich, aber die Jungs haben mich da gut unterstützt und dann zweite Halbzeit mit so einem Tor, dann kannst du noch richtig nach vorne gehen und dann lief's gut. Da kannst du jetzt mit ganz stolzer Brust nach München fahren. Richtig. Ja, geht's dann 68 nächste Woche. 68 und da mal gucken. Ja, alles raushauen. Alles raushauen. Ist ein Spiel wie jedes andere, da kann man 3 Punkte gewinnen und dann da gehen wir so hin. Da wünschen wir euch eine gute Fahrt, bleibt gesund, Dankeschön. Schöne Woche und das war Heiko P. für HFC TV. Unser Kapitän heute mal in Zivil bei HFC TV. Nieder, was sagst du im Spiel? Ja, extrem wichtig für uns, einfach so ein Brustlöser, hier das Ding zu ziehen mit ein bisschen einfacheren Mitteln. Ja, aber es hat halt super funktioniert. Ein Standard, ganz wichtig, das erste Tor und dann direkt nachgelegt, top. Ich hoffe, da können wir jetzt die Kraft rausziehen für die nächsten Spiele. Was sagst du zu unserer Verteidigung heute ohne dich? Ja, hat super funktioniert, also kein Gegentor. Wenn es mal brenzlig wurde, hat immer noch einer einen Fuß da reingekriegt und genauso muss es sein. Ich hoffe, gegen 60 nächste Woche läuft es dann genauso. Die sind gegrätscht da hinten, die sind gelaufen, das war unwahrscheinlich. Was sagst du zu Simo? Ich glaube, man hat ihm zu Anfang angemerkt, dass sein erstes Startelf-Spiel war. Er hat dann aber sich über einfache Sachen reingefuchst und dann natürlich mit so einem Tor im Rücken spielt es ihn noch viel, viel einfacher. Und dass er da lauert, genau da ist, wo der Ball runterfällt und ihn reindrückt, ist eine Qualität, die er hat, wenn er dann vorne bei Standards dabei ist. Und es freut mich einfach ungemein für ihn. Wie kannst du als Kapitän von außen auf die Mannschaft einwirken? Ja, während des Spiels ist es dann natürlich schwierig. Vor dem Spiel und in der Halbzeit spreche ich mit dem einen oder anderen, gebe ihm noch ein gutes Gefühl mit. Aber ja, das Entscheidende ist, dass die Jungs auf dem Platz sich gegenseitig pushen, dass sie da sind und vor allem dann über Zweikämpfe ins Spiel reingefunden haben heute. Kann man da als Kapitän auf der Tribüne ruhig bleiben oder nee, man geht's richtig mit? Ich bin da voll dabei und
versuche auch mal dem einen oder anderen was zuzurufen. Ich glaube, sie hören es nicht, aber ich brauche das dann für mein Gefühl. Dann wünschen wir euch in München viel Erfolg, schöne Woche, bleibt gesund. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Heiko P. für HFC TV. Jannis Vollort bei HFC TV. Jannis, du hast den Satz des Tages beim letzten Spieltag. Jetzt haben wir mal gefühlt 20 Stunden Rückfahrt, Titelzeile im Kicker. Ne? Das will was heißen. Ja, war zwar nicht mit Absicht, aber ich hatte ja auch schon ein bisschen recht. Wir sind ja auf der Rückfahrt nach Darmstadt noch gefahren, haben da übernachtet, aber es war einfach nur nervig, da ohne Punkte wieder abzufahren. Freiburg war gefühlt echt 20 Stunden und dann ist man auch am Ende wieder froh. Du warst richtig down, du warst satt dort. Das hat man dir richtig angemerkt, angefressen, ja? Ja, ist aber auch einmal nervig. Denn, wenn du in Unterzahl spielst, ist natürlich immer schwer, dann gegen so eine spielstarke Mannschaft zu bestehen. Wir haben es bis zur 70. sogar in doppelter Unterzahl eigentlich ganz gut gemacht, haben gut verteidigt. Ja, dann kassierst du, irgendwann brichst du ein bei 30 Grad, dann kassierst du zwei Gegentore und fährst dann mit 0 Punkten nach Hause, obwohl wir unbedingt die 3 Punkte holen wollen. Okay, dann lass uns mal heute am Spiel teilhaben. Deine Gefühlslage? Ja, top, ne? Also heute haben wir das auf den Platz gebracht, was in der dritten Liga nötig ist. Haben größtenteils einfach gespielt, hatten noch ein paar Fehler so im Zentrum, im Spielaufbau. Da wurde es dann hin und wieder mal ein bisschen gefährlicher vor unserem Tor. Aber insgesamt hatte Oldenburg, glaube ich, nicht viele Großchancen, wenn ich mich recht erinnere. Also der Tenor war verdienter Sieg, kein genau, ja. Arbeitssieg, sicherlich habt ihr gearbeitet. Ja. Naja, aber wir haben das auf den Platz gebracht, was gebraucht wird in der dritten Liga. Haben zwei Chancen genutzt. Wir hatten in der ersten Halbzeit schon zwei dicke Chancen, wo Basti Müller einmal querlegen kann und Timo Geiwert auch einmal einhakt und dann schießt. Ja, im Endeffekt sage ich verdienter Sieg und ja, so kann es auf jeden Fall weitergehen. Aussicht nach nächste Woche, 18:60? Hartes Stück Arbeit dort, aber wenn wir uns weiter konzentrieren, wir haben noch eine Trainingswoche, wir können uns weiterentwickeln, können daran schleifen, was hier vielleicht noch gefehlt hat gegen VfB Oldenburg. Aber ja, ich gehe in jedes Spiel, um 3 Punkte zu holen und ja, das werden wir dort auch anvisieren. Volli, wir wünschen dir für die nächste Woche alles, alles Gute. Danke fürs Interview. Das war Heiko P. für HFC TV. Heutiger Kapitän Niklas Landgraf bei HFC TV. Niklas, lass uns einfach deine Gefühle, lass mal frei laufen. Sag mal, was war denn hier heute los? Wahnsinn. Einfach geil, so würde ich gerne mal beschreiben. Also erstmal als Kapitän die Mannschaft aufs Feld zu führen, hatte ich so auch noch nie. Besonderer Moment für mich und dann noch einen Sieg geholt. Klar, war sicherlich nicht unser bestes Spiel, aber wir haben gewonnen und uns fällt ein riesiger Stein vom Herzen. Ihr habt da hinten geackert, gekämpft, gekrätscht, ihr seid gelaufen. Also Abwehr war heute wirklich hammerhart. Ja, kann man so sagen. Ich glaube, dass genau sowas haben wir uns auch vorgenommen. Das ist auch das, was in der dritten Liga in jedem Spiel gebraucht wird. Heute haben wir es mega gut gemacht. Lob an alle. Wir haben vorne angefangen mit Verteidigen. Hinten hat jeder für jeden nochmal einen Meter mehr gemacht. Also einfach top. Und ja, so spielt man dann zu null. Und jetzt mal als Kapitän, Debüt von Seymour Fümer. Das war doch unglaublich. Ja, also kann den Jungen nur beglückwünschen. Auch bedanken, dass er uns so ein bisschen den Dosenöffner gebracht hat. So sind halt manchmal Standards irgendwie ein bisschen der Dosenöffner. Und danach fiel es uns ein bisschen leichter, weil ich glaube, es war sonst sehr zerfahren. Ein bisschen nervös, aufgeregt so ein bisschen. Aber am Ende zählt der Sieg und wir sind mega froh. Ich hatte im Halbzeitinterview Patrick Moraya hier. Ich sage, Patrick, was brauchen wir denn hier in der zweiten Halbzeit? Einer, der einen reinmacht, hat er gesagt. Und das war der Seymour, ja? So sieht's aus, ja. Würde ich gerne. Dass er vorm Spiel hätte vielleicht niemand drauf getippt, dass es der Seymour ist, aber umso schöner, dass er es gemacht hat. 2-0 durch Tom. Toll. Toll herausgespielt, geile Flanke von Leon, glaube ich. Und Tom läuft mega gut ein, köpfen ins lange Eck. Ja, und das hat uns natürlich noch ein bisschen mehr Sicherheit gegeben. Jetzt fahren wir nach München. Was erwartet uns dort? Qualität, 3 Spiele, 3 Siege, Selbstvertrauen, aber. Ja, wir haben uns heute auch endlich mal belohnt und fahren mit einem Sieg dorthin und wollen es München so schwer wie möglich machen. Dann wünschen wir euch alles Gute, bleibt verletzungsfrei und gute Fahrt und wir sehen uns dann in München. Danke. Heiko P. für HFC TV.